Im Mordprozess um den Tod eines 22-jährigen Mannes, der am 1. Dezember letzten Jahres hier vor einer Hechinger Spielhalle erschossen worden war, sollen jetzt die Plädoyers gehalten werden. Immer vorausgesetzt, es gehen nicht noch weitere Anträge ein, denen das Hechinger Landgericht im Zuge der Beweisaufnahme nachgehen muss. Angeklagt sind zwei junge Italiener. Sie sollen ihr Opfer aus einem fahrenden Auto heraus erschossen haben. Hintergrund der Tat seien Drogengeschäfte gewesen. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass die Schüsse eigentlich dem Begleiter des Getöteten galten.